Willkommen zurück zu Pokémon die gelbe Edition. Ich hatte eben schon mal aufgenommen, hatte aber einen kleinen Fail. Ja, ich hatte vergessen, die Pokémon-Box zu wechseln und die Pokémon-Box war voll. Deswegen habe ich dann nochmal den Spielstand geladen, bin zurück zum Pokémon-Center, bin wieder hierher gekommen und jetzt versuchen wir, Arktos zu fangen. Ich versuche jetzt nochmal dieselbe Taktik einzusetzen, die ich eben schon mal eingesetzt habe. Reek müsste ja eigentlich noch vorne sein. Und zwar möchte ich es erst vergiften. So. Alles klar. Benutzt einen Eisstrahl. Das dürfte Reek jetzt runterhämmern auf nur noch ein HP. Nö, diesmal verpasst es ihm den Gnadenstoß direkt. So, dann setze ich Nestflow ein. Und werde das Ganze mal mit einem Surfer probieren. Surfer ist zwar stark, sollte Arktos aber nicht kaputt machen. Und das Gift schadet Arktos. Sehr schön. So, wir müssen aufpassen, dass Arktos nicht stirbt. Ich habe auch noch keinen Namen. Für Arktos, das war ein Volltreffer. Okay, das heißt, wir können ohne Probleme nochmal Surfer einsetzen. Es dürfte jetzt Giftschaden erleiden, ein bisschen mehr als vorher. Und wenn der Surfer jetzt kein Volltreffer ist, dann... Okay, sehr schön. Und jetzt können wir versuchen, den Hyperball zu werfen. Und einfach hoffen, dass wir es fast, dass das Pokémon verfehlt. Scheiße. Es darf nicht sterben. Du hast das Pokémon verfehlt. Das war's. Mies. Okay, dann werden wir jetzt mal ein Reset machen. Reset. Ist wie wenn ich jetzt den Gameboy aus und wieder eingeschaltet hätte. So, Pokémon die gelbe Edition. Weiter. Ja, und schon sind wir wieder hier. Okay. Hast du noch die Hypnose? Ja. Dann werden wir jetzt eine andere Taktik angehen. Ich werde versuchen einzuschläfern. Erst zu paralysieren am besten. Ja, Paralyse ist jetzt nicht ganz so drin, aber okay. Alles klar. Schlitzer. Volltreffer. Also wenn Volltreffer so wenig abzieht, dann gut Nacht. Nochmal Schlitzer. Nochmal ein Volltreffer. Eisstrahl ist jetzt natürlich unser Todesurteil wahrscheinlich. Wobei ja Feuer gegen Eis nicht ganz so... Okay, der Attack ist sehr effektiv. Okay, nächstes Pokémon einsetzen. Ja. Jetzt kommt nämlich Dunsabar ins Spiel. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Hypnose. Schnabel erstmal, okay. Ja! Jetzt darf ich es nur nicht kaputt machen. Mach mal Kopfnuss, komm. Geh mal auf Nummer sicher. Geh mal auf Nummer ganz sicher. Konfusion. Ich darf jetzt nur nicht im nächsten Zug aufwachen. Und nicht sterben, ey. Komm. Okay, Hypertrank, Hyperball. Nailed it! Okay. Sag, das wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Das ist nett. Wenn Arktos durch die Lüfte schwebt, gefriert das Wasser in der Luft. Möchtest du Arktos einen Spitznamen geben? Ja. Wie nennen wir Arktos? Ich brauche epischen Namen.
Snow. Nee. Eisblaster. So. Sehr schön. Damit hätten wir Arktos gefangen und können jetzt auf Flo wieder zurückreiten. So, ich hätte jetzt auch noch die Fast-Forward-Taste festgelegt, weil die habe ich wieder reingemacht, um wieder schnell genug hierher zu kommen. Oh, was ist das denn jetzt? Ein Golbat. Level 36, okay. Wirkt der Top-Schutz nicht mehr? Ich muss mal kurz hier... Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit meiner Cam nicht. So. Sehr schön. Jetzt können wir hier einfach... Was? So, nach oben. Hier nach unten fallen. Ich habe jetzt halt keinen... kein Fluchtseil mehr. Das ist die Scheiße. Okay. Dip, 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 dip. Ah, jetzt muss ich halt gucken, wie ich hier rauskomme. New Rob. Okay. Wenn ich es jetzt nicht kaputt mache, fange ich es. Ich mach's kaputt, okay. So. Okay. Bam, 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 bam. Hallo, noch ein Europe? Nur Level 26 sogar. Kommt schon, Donnerschock. Ja. Und paralysiert, also... Einfaches Spiel, oder? Hyperball. Sehr schön. Okay, für Europe wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Sehr schön. Möchtest du Europe einen Spitznamen geben? Ja, da habe ich sogar jetzt schon einen im Kopf. So. Das wird Screw. Ende. So. Ich habe keinen Top-Schutz mehr. Krabby haben wir schon. So. Go Reek. Dönerschock. Ach Leute. Deswegen, das ist so ein Grund, warum ich die Seeschauminseln nicht mag. Ich kann immer gucken, ob ich noch ein Fluchtseil habe, aber ich glaube nicht. Nee. Ben, du müsstest nochmal Stärke einsetzen. Oh. Gerade. Jetzt bin ich wirklich nur auf den Knopf gekommen, also keine Sorge. Ein Zubat haben wir noch nicht, aber das kriegen wir jetzt auch nicht. Ich mach's gleich kaputt wahrscheinlich mit Reek. Oh nee, mach ich nicht. Oder habe ich Zubat schon? Bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Okay, Zubat wurde gefangen. Ah, hatten wir noch nicht. Okay. Eine Fledermaus. Spitznamen geben. Ja. Das wird... Skriver. So. Alles klar. Ben, deine Chance, jetzt mal wieder zu zeigen, wie stark du bist. Und nicht nur in LOL, sondern auch in Pokémon. Oh. Ich spiele ja kein League of Legends, muss ich dazu sagen. Okay, Ben, das war unnütz, was du gerade gemacht hast. Ich hätte, glaube ich, einfach nur die Treppe gehen sollen, ne? Oder mal versuchen, hier zu surfen.
Flo setzt Surfer ein. Sehr schön. Kingler brauchen wir nicht. Wir haben schon Krabi. Los, Reek. Donnerblitz. So kriegen wir dich auch gelevelt, also. Ich könnte jetzt auch einfach meine Pokémon töten. Wäre ich auch raus. Aber was würde mir dies nützen? Okay. Also, merke, nicht ins Wasser gehen. Ja, Zubat haben wir ja eben gefangen. Brauchen wir nicht. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir mal, was machen wir im nächsten Part? Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Im nächsten Part begeben wir uns mal nach Azuria City, um von da aus ins Kraftwerk zu gelangen. Damit wir das nächste legendäre Vogel-Pokémon fangen können. Und auch noch das ein oder andere Pokémon. Komm. Ich hab nur Pech gerade mit Reek. Das ist der Wahnsinn. Komm. Donner ist halt echt eine Scheißattacke. Weil es ist stark. Es ist echt stark. Aber. Flog gerade außen was an meiner Scheibe. Das sah sehr komisch aus. Aber trifft halt nicht immer. Komm schon! Eigentlich müsste mein Schutz ja noch reichen. Ein wildes Krabbi. So. Es ist sowas, was nervt beim Pokémon. Aber es gehört halt auch dazu. Das ist es halt. Na komm. Alle zwei Schritte? Ernsthaft? So. Alle zwei Schritte ist mies. Ich glaube, ich steige mal aufs Fahrrad. So. Kann ich hier Fahrrad fahren? Ja. Kann man auch mal eine andere Musik. Hallo, Golbat. Ach, Leute. Ich finde das so schlimm, wenn man nicht vorankommt bei sowas. Ich finde das echt so schlimm. Dönerblitz. Los. Da, 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 da. Golbat wurde besiegt. So, ich würde gerne erstmal hier nach oben. Hier geht's nach unten. Ich will ja aber nach oben wieder, ne? Ich gehe jetzt auch wieder nach oben. Zurück. Jurob haben wir schon gefangen. Ist echt nervig, ey. Ich kann es nur immer wieder sagen. Jetzt hatten wir 5 Parts am Stück, die richtig, richtig gut waren, meiner Meinung nach. Und dann kommt sowas. Okay. Oh, komm schon. Ein Fleckmon haben wir noch nicht. Mach's bitte nicht kaputt. Es geht kaputt. Levelunterschied ist einfach zu hoch. Okay. Fleckmon wäre auch nice gewesen jetzt. Ups. Na, geht doch. So, ich möchte jetzt aber fliegen. Definitiv. Und zwar, wie gesagt, nach von wo aus muss ich da nochmal hin? Doch, von Azuria City aus. So, gehen wir erstmal ins Pokémon Center.
Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Willkommen im Pokémon Center. Bi-bi-bi-li. So. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Kommen jederzeit wieder vorbei. Alles klar. Ich weiß nicht, welche Level Giovannis Pokémon haben am Schluss. Das heißt am Schluss beim 8. Orden. Aber ich würde halt gerne nochmal offscreen leveln vorher. Aber jetzt noch nicht, Leute. Jetzt noch nicht. Nein. Das machen wir jetzt noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal in Ruhe das, Huch. In aller Ruhe das Kraftwerk machen. Und dann sehen wir weiter. Hä? War das nicht hier? Wartet mal kurz. Küstenhaus, Route 5, Route 6, Urania City, MSN, Route 9, Felstunnel, Route 10, Lavandier, Pokémon-Turm, Route 8. Kraftwerk war hier drüben. Ah. Ich war verkehrt, okay. Lavandier. Nee, auch nicht. Halt! Halt! Azuria City ist schon richtig. Azuria City ist schon richtig. Mich juckt's am Kopf. Aber nicht den Weg, den wir eben gegangen sind, sondern den Weg hier. Fast. Da können wir zerschneiden. Wer hatte das nochmal? Loki, ne? Ja. Sehr schön. Loki, setz Zerschneider ein. Das wäre nicht gemein, wenn du das tust. Ja, ja, ja. I am Lord. Ja, ja, ja. Ach, Leute. Ich mag Pokémon. Das ist nur, wenn es so schleppend vorangeht, mag ich es nicht so sehr. So, hier müssen wir hin. Da. So, Flo. Surfer. Und wieder neue Musik. Und mich juckt's im Gesicht. Das ist so schlimm. La, 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 la. Ich hasse das, wenn es mich im Gesicht juckt. Hab den Topschutz vergessen, ne? Dann halt ohne. So, gegen den kämpfe ich jetzt noch nicht. Wir gehen dann im nächsten Part hier rein. Alles klar, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, euer Nightfox. Hi, auf der Endcard. Wenn ihr auf mich klickt, kommt ihr wie immer zum letzten Part von diesem Projekt. Wenn ihr unten drunter auf das Video klickt, dann kommt ihr zur Playlist, um vielleicht nochmal das ein oder andere Video nachzuschauen, falls ihr irgendwas verpasst habt. Und wenn ihr da auf der rechten Seite klickt, von euch aus rechts, von mir aus links, dann könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um kein Video mehr zu verpassen, falls ihr dies, wie gesagt, noch nicht getan habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part, wenn wir in das Kraftwerk hineingehen und versuchen, das nächste Vogel-Pokémon zu fangen. Bis dahin, ciao, euer Nightfox. Da war ein Flugzeug.